Läuft die Kamera schon? Okay, ich muss mich gerade noch ein bisschen warm machen für den Battle. Versicherungsmakler gegen Check24. Wer ist wirklich günstiger? Genau darum geht es im folgenden Video. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus und Hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und solltest du hier neu auf dem Kanal sein, dann klick jetzt zu Beginn mal ganz schnell hier unten auf Abonnieren. Dann wirst du nämlich in Zukunft kein wichtiges und praktisches Versicherungswissen mehr verpassen. Ich weiß, Versicherung, da hat niemand Bock drauf, aber sie sind halt einfach wichtig. Und hier auf dem Kanal bekommst du das Thema Versicherung so einfach wie möglich erklärt. Und boah, ich freue mich richtig auf dieses Video heute. Und für alle, die jetzt irgendwie denken, jetzt kommt hier so der mega, weiß ich nicht, gegenseitige Zerfleischungsskandal, keine Ahnung, Battle von Versicherungsmakler gegen Check24. Nee, das wird es nicht ganz geben. Es gibt Fakten. Bei mir gibt es immer nur Fakten, weil darauf kommt es am Ende des Tages an. Und ich habe einiges mitgebracht an Fakten, die du mit Sicherheit noch nie gehört hast. Und die sind aber wichtig. Und ich hau gleich den allerwichtigsten Fakt zu Beginn raus mit dem Risiko, dass du dann sagst, okay, jetzt weiß ich das Wichtigste und spring ab vom Video, schau das Video trotzdem unbedingt bis zum Ende an. Ich habe nämlich nur ein paar weitere Sachen. Und der wichtigste Fakt ist der folgende. Achtung, halt dich fest. Ja? Wenn du stehst, setz dich hin. Check24 ist Versicherungsmakler. Check24 ist genauso Versicherungsmakler wie jeder andere Versicherungsmakler da draußen. Auch, das steht im Impressum drinnen, nach § 34d Gewerbeordnung. Das steht bei mir, das steht bei Check24 und das steht bei jedem anderen Versicherungsmakler in Deutschland auch. Boom! Wer weiß das schon? Das wissen die wenigsten. Und jetzt müssen wir uns anschauen, was bedeutet das in der Konsequenz? Wenn da rein rechtlich gesehen überall die Vergleichsportale, ja, oder jetzt dieses eine große Vergleichsportal und der Makler aus Fleisch und Blut die gleiche rechtliche Stellung haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Preise eben auch gleich sind. Ja? Wenn ich jetzt hier mal das Beispiel nehme, Berufsunfähigkeitsversicherung, ob du das jetzt von deinem Makler rechnen lässt vor Ort oder, keine Ahnung, bei uns in der Online-Beratung, oder bei Check24 das Ganze eintippst, da kommt am Ende des Tages auf den Cent genau der gleiche Preis raus. Und das wissen viele nicht. Und jetzt möchte ich das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung gleich mal hier als Beispiel hernehmen, weil es ist ein Thema, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja, und das finde ich nicht cool. Und zwar, wie lange sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die du heute abschließt, laufen? Genau, bis zum Renteneintrittsalter. Was ist das aktuelle Renteneintrittsalter? Das ist 67. Wenn du jetzt auf die Webseite gehst von Check24, klickst auf Berufsunfähigkeitsversicherung und scrollst ein bisschen runter und schaust dir dann an, welches Alter da in den Voreinstellungen drin ist, dann steht da 65. Und das ist für den nicht aufgeklärten Kunden ein Problem. Weil der klickt dann vielleicht auf Weiter, ja, und denkt da gar nicht drüber nach, dass er vielleicht hier gerade 2 Jahre vergessen hat und hat eine Versorgungslücke von 2 Jahren. Und jetzt kommt noch was mit dazu. Und das habe ich eben selbst schon erlebt, aber ich weiß halt eben mittlerweile, warum das so ist. Ich wusste es damals nicht, aber ein Kunde ist bei mir im Gespräch, wir rechnen was aus und dann kriege ich 2 Tage später eine E-Mail, wo drin steht, Basti, was soll das? Ja, ich bin viel günstiger bei Check24. Du wolltest mich hier übers Ohr ziehen. Und ich so, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann doch nicht sein. Das geht nicht, woran liegt's? Und dann bin ich auf den Punkt gekommen und habe dann gefragt, sag mal, kann es sein, dass du hier eine zu kurze Laufzeit angegeben hast? Und siehe da, ja, weil der Kunde das nicht weiß. Er klickt dann einfach auf Weiter und klaut sich hier 2 Jahre und weiß es nicht mehr. Und deswegen ist das nicht cool. Also das ist meine Meinung, das ist nicht cool. Ja, das heißt, sowas muss man einfach wissen. Und das ist die wichtigste Botschaft. Check24 hat die gleiche rechtliche Stellung wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Da gab es ein bisschen Diskussion in der Vergangenheit. Versicherungsmakler, ja, aus Fleisch und Blut haben geklagt mit einem Verband zusammen, weil Check24 halt nicht so wirklich darauf aufmerksam gemacht hat, dass die auch Versicherungsmakler sind. Das machen sie jetzt mittlerweile. Und ich habe damals halt gesagt, naja gut,
was soll das jetzt? Ja, kommen ein paar Versicherungsmärkte her, machen ein bisschen Mimimi, ja, wallen rum. Nur weil jetzt Check24 das da drin stehen hat, haben sie jetzt auch nicht mehr Kunden, beziehungsweise wenn sie jetzt drin stehen haben, hast du nicht mehr Kunden. Ja, das, du hast einfach ein Kack-Konzept vielleicht am Ende des Tages. Sorry, so direkt muss man einfach sein und das Konzept von Check24 ist genial. Es ist schlichtweg genial. So, das heißt, nicht rumflennen, sondern einfach an eigenem Konzept feilen, wenn du selbst Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler bist. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, ich habe ja gesagt, wer ist günstiger? Ja, und jetzt bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch privaten Krankenversicherung, ja, dann, das sind die Preise, wie gesagt, identisch. Jetzt ist es aber tatsächlich so, und das habe ich auch nur durch Nachforschen herausbekommen, dass es im Sachversicherungsbereich manchmal so Sondervereinbarungen gibt, wo dann Tarife speziell für Check24 quasi angeboten werden. Das heißt, den Tarif, den vielleicht dein Ansprechpartner, dein Versicherungsmakler aus Fleisch und Blut dir vorlegt, auf einmal sich zwar irgendwie ähnlich anhört, aber irgendwie doch nicht der gleiche Preis am Ende dasteht. Und das liegt an Sonderkonzepten, die es gibt. Die hat aber ein normaler Versicherungsmakler manchmal auch. Okay? Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, daran kann das liegen, wenn es dann im Sachversicherungsbereich mal einen Unterschied irgendwo gibt, dass dann vielleicht irgendwie das ein oder andere Sonderkonzept hier vorliegt. Ja, das ist mal die allerwichtigste Botschaft, wenn es darum geht, Check24 oder dein Versicherungsmakler aus Fleisch und Blut. Am Ende des Tages entscheidest du, wo du deine Versicherung abschließen möchtest. Das ist ganz klar. Nur musst du halt wissen, was Sache ist. Ja? Deswegen ist das auch hier kein Bashing gegen Check24. Überhaupt nicht. Ich persönlich finde es geil, dass es Check24 gibt. Das ist super. Das ist eine Plattform, wo man sich informieren kann. Da kann man mal schnell was eintippeln. Ja, kann man gucken, wo werde ich da überhaupt liegen, beitragstechnisch. Das konnte man vorher nicht. Und so hat der Kunde jetzt schon mal irgendwie eine Ahnung, bevor er dann vielleicht in ein Gespräch mit mir geht. Ja, oder mit einem meiner Kollegen oder bei irgendeinem anderen Versicherungsmakler. Und hat dann schon mal irgendwie eine Hausnummer im Kopf oder so. Ja, ob er das dann bei Check24 am Ende abschließt, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich finde es cool, dass es so eine Plattform wie Check24 gibt. Zuletzt einfach nochmal vielleicht der Hinweis oder die Botschaft. Manche Versicherungen kann man halt mittlerweile im Internet abschließen. Ist vollkommen okay. Ne? Ich habe auf meiner Website auch Vergleichsrechner, ja, wo man eine Versicherung direkt online abschließen kann, weil man da vielleicht dann einfach schon fit genug ist und sich im Vorfeld informiert hat und dann eine Haftpflichtversicherung, eine Kfz-Versicherung, eine Hausratversicherung halt einfach im Internet abgeschlossen hat. Da hat man verstanden, was ist abgesichert, was muss mit dabei sein und fertig. Geht es jetzt aber um sowas wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, um eine private Krankenversicherung, um eine Altersvorsorge, dann würde ich dir empfehlen, nimm dir da jemanden mit dazu, dem du vertraust, den du kennst, wo du sagst, okay, der hat Ahnung, wenn es um dieses Thema geht und mach das mit dem zusammen, weil du hast jetzt gelernt, du hast da keinen Preisvorteil, wenn du das irgendwo auf eigene Faust online machst. Vielmehr nimmst du quasi dann diesem Portal Arbeit ab, weil du dich ja durchklickst, eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit hast, vor allem bei Gesundheitsfragen, zum Beispiel bei einer BU oder auch die Absicherungshöhe, wie lange soll die dann laufen, ja, hatten wir gerade eben schon, wie viel BU-Rente solltest du eigentlich versichern, machst da vielleicht jede Menge Fehler, von denen du gar nicht weißt, dass du gerade einen Fehler machst und am Ende des Tages verdient Check24 jetzt in dem Fall natürlich auch da dran, du hast aber die meiste Arbeit irgendwo gemacht und wenn du dir jemanden dazu holst, der sich halt eben auch wirklich auskennt in diesem Thema, verlierst du nichts, hast aber einen persönlichen Ansprechpartner, hast einen persönlichen Bezug, was ja auch vielen wichtig ist und kannst das mit dem zusammen machen, kannst nochmal Fragen stellen und mittlerweile geht das ja auch über Online-Beratung, habe ich ja schon erklärt, du kennst ja unseren Service, ist überhaupt kein Geheimnis, aber nimm dir da jemanden mit dazu, den du vertraust und wo du der Meinung bist, der kennt sich hier aus. Wenn du aber sagst, hey, boah, ich will einfach auf keinen Fall, ja, ich will auf keinen Fall da irgendwie einen Makler oder einen Vertreter, ob das eine Online-Beratung ist oder eine Offline-Beratung, ist mir scheißegal, ich habe keinen Bock drauf. Du hast die Möglichkeit. Du entscheidest am Ende des Tages, wie du das machen möchtest und das ist das Schöne, dass du immer als Kunde heute hier die Wahl hast. Ja? Du kannst das auch dann über Check24 machen, du machst dich vielleicht selbst im Vorfeld schlau, weil du einfach sagst, Versicherung mache ich mich halt selber im Detail schlau und mache das dann hier irgendwie selbst. Die Entscheidung liegt am Ende bei dir. Super. Das war's gewesen für dieses Video. Das war mir
ein Video, das mir sehr am Herzen gelegen hat, weil bei mir auf dem Kanal geht es um Transparenz. Ja? Und wenn etwas in meinen Augen nicht super transparent ist, dann mache ich da ein Video dazu. Damit du das als Kunde am Ende eben weißt, begreifen kannst und dann, wenn du alle Informationen hast, für dich entscheiden kannst. Ja? Aber wenn du nicht alle Informationen hast oder glaubst, du hast alle und die sind falsch, dann ist das natürlich schwierig. Jetzt weißt du Bescheid, wie es aussieht mit Check24 und dem Versicherungsmarkt, dass das eigentlich ein und dasselbe ist mit den erwähnten kleinen Unterschieden. Und in diesem Sinne, gib dem Video doch einfach noch einen Daumen hoch und jetzt baller hier unten auch noch Fragen rein. Vielleicht hast du noch irgendwelche Themen, vielleicht sagst du, ja, ich habe auch schon viel über Check24 abgeschlossen, das war alles cool. Oder vielleicht hast du Probleme gehabt ohne Ende, vielleicht war die Hotline total kacke, keine Ahnung, schreib mal hier unten rein. Deine Erfahrung mit Check24 oder deine Erfahrung mit einem normalen, Anführungsstrichen, Versicherungsmakler. Ich bin gespannt, ich freue mich auf dein Feedback. Ich werde auf alle Fälle auch noch in den Kommentaren dann am Start sein und darauf antworten. Wie gesagt, Kanal noch abonnieren, Video noch ein Like da lassen und vielleicht sehen wir uns auch auf Instagram, Versicherung im Kopf, bin ich am Start. Da gibt es jeden Tag neues Versicherungswissen für dich. In diesem Sinne, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut.